Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Tja, tatsächlich, ich habe nochmal nachgeschaut, der Skorpionmann, den hätten wir nicht töten sollen, denn er war ein freundlicher NPC. Tja, dumm ist es schon, aber naja, passiert ist passiert, ich habe mich halt ängstigen lassen. Hallo? Who are you? Skorpion in Natsyaka! Okay. Oh, oh, oh. Oh, der hat riesige Giftstacheln bei sich. Oh, 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 Sehenswuchmasse. Mann, Hilfe! Huh, wir hätten uns nicht getroffen. Wie sieht das hier aus wie Fehlack? Ich glaube, ich muss hier drauf auf diese Mauer. Denn, ich glaube nicht, dass sie durch Steine brechen kann. Oder macht sie nicht. Das war schlecht. Ah, giftig, natürlich, natürlich. Oh. Das ging schnell. Ah, oh, das ging schnell. Also von ihrem Zauber müssen wir uns in Acht nehmen. Boah, ich habe ja gar nichts mehr gegen Gift, fällt mir so gerade auf. Oh nein, die Gegner nochmal machen. Ich glaube, ich versuche das jetzt durchzulaufen. Ich meine, das waren jetzt nicht so viele Seelen. Falls ich scheitere, scheitere ich halt eben. Aber ich habe echt keinen Bock auf diese Gegner. Ich hasse diese Gegner. Diese komischen Löwen da. Die sind nicht so meins. Habe ich noch irgendwas zum Giftheilen dabei? Weil das ist ja echt mal fies. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich bin absolut nicht vorbereitet. Wo kann ich ja dieses Giftpulver nochmal kaufen? Das weiß ich auch gar nicht mehr. Ich meine, die wirkte jetzt nicht so schwer, die alle. So, ihr könnt mich mal alle. Ihr könnt mich mal ganz schön gern haben. Ich hoffe, die sind nicht so schnell. Beim Hinterherlaufen. Damit die mich im Nebel wieder töten können, wie das letzte Mal. Da habe ich ja irgendwelche am Nebel getötet. Okay, lässt sich relativ einfach ausweichen. So, da bin ich wieder. Wir müssen darauf achten, wann sie uns zuschlägt. Jetzt nämlich, dann können wir sie nämlich in Ruhe malträtieren. Ja, komm, du bist ja die Stacheln. So, ich mache jetzt auf Nummer sicher. Jetzt zum Beispiel. Das sind schöne Angriffe. Ich kann es ruhig öfters machen, so ich bleib hier drauf. Ich glaube nicht, dass sie mich hier aus dem Stein runterhauen kann. Da kommt sie. Gut. Traut sich nicht oder was? Ja.
Scheiße. Ja, ich kann das ja kann man getroffen haben, ne? La la la. Ich dachte, kannst du auch mal einsetzen, mein Mädel. Vielleicht öfters einsetzen. Oh, die haben ihren Stachel geklaut. Ja, jetzt läuft die wirklich nicht weiter, glaube ich. Das ist ganz gut. Ah, die rüttelt sich nochmal ein. Okay, dann nutze ich mal ein Steinchen so lange. Oh Mann, mir Puls pocht gerade das. Der Hals bis zum geht nicht mehr. Boss Time. Es ärgert mich echt, dass ich einen NPC umgehauen habe. Ich dachte echt, das wäre ein Gegner. Manchmal sollte man halt gewisse Sachen anschauen. Das ist zum Beispiel testen durch. Sollst du nicht. So, kaputt. So schwer war ja sie ja nicht. Ihr habt gesiegt. Natürlich haben wir gesiegt. Skorpionenseele. Da vorne geht's wohl weiter. Aber hier ist doch noch ein Ast. Kann ich den kaputt hauen? Wie komme ich denn da dran? Ah, guck mal, die kann man bestimmt umkicken. Hätte ich hier jetzt den Boss kaputt machen lassen sollen oder was? Hallo? Wie komme ich da dran? Mach doch mal gerade den Zauber nochmal kurz ausrichten. Den Zauberstab. Haben wir jetzt Versagen? Kriegen das Ding nie wieder runter, weil der Boss das nicht umgehauen hat? Ups, da warum trinke ich jetzt den Essensplatte? Ist ja egal. Warum trinke ich noch einen? Ist ja noch egaler. Krieg ich den Baum kaputt? Ich habe keine Ahnung, wie locken wir weiter. Ich habe keine Ahnung, wie wir den Baum kaputt kriegen sollen. Ah, vielleicht kriegen wir nicht weiter irgendwie kaputt. Jetzt anscheinend wohl noch nicht. Wo geht's denn hier lang? Oh Mann, das gefällt mir gar nicht, dieser komische Rundgang. Ach ja, es ärgert mich wirklich, dass wir den armen, unschuldigen, freundlichen Charakter umgehauen haben, der kein Feind war. Hätte ich das mal gewusst, hätte ich ihn lieber in Ruhe gelassen. Das weiß man dann aber fürs nächste Mal. Türen des Pharos. Ach ja. Was bist du? Hey, ich glaube, da hinten ist das Leuchtfeuer. Da hinten durch den Gang, aber... Kommst du hier durch? Ich möchte eigentlich nur in Ruhe zum Leuchtfeuer. Lass mich bitte in Ruhe zum Leuchtfeuer gehen. Ha, festgehangen. Festgehangen. Ein riesiger Elefanten. Mann, haben wir hier die Welt der Tiermenschen gefunden oder was? Ah, das ärgert mich so, dass wir die Typen waren. Ja, erst quatschen, dann hauen, ne? Ja. Dann sollte es eher andersrum machen. Hier ist halt ein Leuchtfeuer. Verfahren ein Leuchtfeuer. So, wir begeben uns nämlich zurück nach Manjula und werden dort mal unsere Punkte einlösen, denn wir haben es ja geschafft, den Boss mal wieder umgehauen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Ist ja auch lange her, ne, dass wir den letzten Boss umgehauen haben. Bestimmt mehr als 10 Parts oder sowas. Was war denn der letzte Boss, den wir umgehauen haben? Ach, das war, glaube ich, die Schlangenfrau, ne? Ja, ich glaube schon. Also die Medusa-Lady, die ihren Kopf in der Hand gehalten hat. Nun muss ich aber erst mal eine nachmachen. Bear. Wir hätten übrigens von den Skorpionmann jetzt, nachdem wir sie umgehauen haben, hätten wir noch was Schönes bekommen, nämlich wieder einen Duftzweig. So, ein Level kriegen wir noch hin. Was mache ich denn da? Vitalität nochmal, glaube ich. Dann schaue ich mal, dass ich noch 5000 Seelen kriege. Sollte ja locker gehen. So, habe ich denn da noch was? 5000 Seelen. Was bringst du eigentlich hier? 2000. Was bringst du? Ach guck mal, wir haben ja noch die Seele von der Tante. Die müssen wir noch durchlesen und nicht benutzen. Die Seele von Scorpio Natyak oder Naika wurde aus den Missetaten eines uralten Wesen geboren. Von Beginn an war sie eine zerbrechliche Seele und schon bald fiel sie dem Wahnsinn anheim. Nutzt die besondere Seele der Skorpione Nadja Naika, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. So, ich pack mal direkt mal weg hier. Gegenstandskiste. Ich setze Gegenstandskiste. Da will ich die auf jeden Fall nicht einfach so von Wände aus versehen. Ein paar Waffen können wir auch mal wegpacken. Das packen wir mal weg. Das normale Bereitschwert brauche ich auch nicht mehr. Drachentöter, die packen wir mal alle weg hier. Estok lass mal drin. Sense, Finsternis, Hellebal, die Schwarzen sind auch mal weg. Das lass ich mal alles drin. Das lass ich auch mal alles drin. Die können wir wegpacken. Hier. Hier ist zum Beispiel schon mal nicht. Achso, ich habe ja noch Löwenkrieger-Sachen gefunden. Okay. Habe ich noch gar nicht. Löwenkrieger-Ärmel. Von den Kriegern des Löwenklans getragene Ärmel. Das mit dem Menschen in keinerlei Verbindung stehende Löwenklan-Volk würde ihn töten, der zu ihm aus purer Neugier nähert. Die Angehörigen des Löwenklans verachten offenbar ihr eigenes Aussehen, da sie es hassen, gesehen zu werden. Effekt verringert Fallschaden. Ach, das ist ja lustig. Das heißt, es verringert auch unseren Arm Fallschaden. Das ist ja sehr interessant. Löwen-Magier-Rock, die packen wir weg. Ringe behalte ich erstmal alle, da habe ich ja keinen Doppel. Wenn du die Zombie wegpacken kann. So, dann spreche ich noch mit ihr. Ein Level ist ja noch drin. Barrel of the Curse. Sieht so komisch aus mit dem Kopf hier. Hm, aber was machen wir denn jetzt noch? Vitalität oder? Ich würde gerne wissen, ab wie viel Zauberdingern wir hier was bekommen. Zaubergeschwindigkeit, Belastung, Ausdauer. Es kommt doch irgendwie noch Bewegungsgeschwindigkeit. Aber ich glaube, das ist auch Kondition. Hilfe. Attribut, das die Gesamtausdauer erhöht. Belastung, belastet durch das Gewicht des Maximalrüstung. Ja, Waffen ermöglicht, Tage die Schickerfeuer ermöglicht, erhöht verschiedene Attribute, um zu überleben, erhöht Beweglichkeit und andere Resistenzen. Attribut für das Wirken von Zaubern. Ich glaube, das ist das Wichtige hier. Da ein bisschen was Belong zu steigern, ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ja? Was nicht verkehrt wäre, auch noch ein bisschen Leben zu tanken, glaube ich. 20 wäre vielleicht nur okay. Ein bisschen Ausdauer wäre eigentlich. Okay, wir kriegen nur einen Punkt. Ich lasse es erstmal. So, ein bisschen Resistenzen erhöhen, Belastung erhöhen, Ballons erhöhen. Will nicht so leicht umgehauen werden. Und dann geht es zurück in Pharos. Keine Ahnung, wie es heißt. Hier Pharos, den kommt da. Hier müssen wir auch irgendwo mal weiter, aber da traue ich mich nur nicht. Was? Was? Vielleicht der Gürmfluss? Grimmfluss? Grimm? Bekommen wir es hier etwa wieder mit dem Feuerfürsten Grimm zu tun? Habe ich das richtig gelesen? War hier mal das der Ort der Heiligen Flamme? Grimms Reich? Mal gerade am Leuchtfeuer rasten. Ach, Gürm. Okay, er heißt anders. Gürm. Pharos sind wir also jetzt hier. Das heißt, wir werden hier vielleicht die Pharos schon häufiger mit. Ich bin hier auf dem Kopf. Bin ich hier reingekommen?
ist ja schön, dass jetzt hinter mir ein Nebel zugegangen ist. Schaut mal. Hehe. Da hätten wir der Künstlergeist. So. Komm mal was näher, dicker, fetter Kerl. Elefantenmänner haben wir jetzt viele zu tun. Elefantenmann, stirb mal, ich müsste mich um den Künstlergeist kümmern. Denn ich komme ja auch gar nicht mehr weg. Was hat ihr die jetzt hochgehoben, den Wolf oder was? Komm her! Trau, die sind aber jede Menge Pharos-Dinger. Da sind direkt zwei Stück. Bogenschütze Guthrie. Ja, einfach der Bogenschütze. Oh, und das ist Wasser hier, ne? Zwei Armbrüste, ich zieh mal den feinen Kerl hier an. Ich würde gerne deinen Rücken kommen, mein Kerl. Geh mal bitte etwas höheres Land. Du blöd Mann, du mit deinem Essensflakon. Tada, ein wenig Waffen. Natürlich, Finstergeist Guthrie wurde besiegt. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich hier zwei Pharos-Dinger. Ist die Frage, was passiert, wenn wir die benutzen? Hab ich gerade eben zwei gesehen? Achso, ja, jetzt ist auch noch einer. Oh Mann, bekommen wir hier wenigstens jede Menge davon. Oder was, wenn es hier einige wohl anscheinend gibt? Ja, das braucht. Das ist sehr schön. Das ist eine Kacke. Sieht so aus, ne? Ich werde gleich mal... Da kommt man gar nicht dran. So, ich werde gleich mal versuchen, eine Fackel anzuzünden. Und mal da vorne die Fackel dann anzuzünden, die hier in der Nähe ist. Gürmaxt und eine Fackel. Sehr schön. Kann ich das auch mal? Armbohnen ist auch noch Schande. Da werden wir arm, was diese Dinge angeht, wenn hier überall was drin ist. Da kommen wir nicht rein. Hier können wir rein. Ja, da ist nichts. Wenn hier die ganzen die Dinger da voll sind. Und der nervt ist auch nicht gerade. So, Fackel anzünden bitte. Ich will mal wissen, ob das da vorne eine Fackel ist. Deswegen warte ich da jetzt mal ganz schnell hin. Was ist denn? Da hinten, ne? Ah ja, da hinten ist es ja. Was passiert eigentlich gleich, wenn wir hier im Wasser rollen? Sieht da die Fackel aus? Mal ausprobieren, ne? Tatsächlich. Machen wir die aus. Na gut, ich nutze die mal einfach mal. Ich meine, da müssen wir jetzt einige haben von. Boah, da kommt doch hin. Ist da was hinter? Lohnt sich das, das aufzumachen? Also ich komm rein. Also da werden wir das bitte nicht einstecken. Reiche Elefanten. Elefanten, Wölfin haben wir hier. Oh, mit Elefanten. Schildern.
anderen Sachen. Rüstungen und alles. Elefantös. Also viel. Aber nicht Ruhe. Das ist sehr schön. Das ist doch belohnt. Auch wenn ich besser nur das untere genommen hätte. Aber muss man erstmal wissen. Santiers. Wir haben ja auch eine Axt bekommen. Fällt mir so gerade auf. Ein Speer und eine Axt. Gürms Axt. Eine von Gürm Normanen benutzte Axt. Auf den ersten Blick erscheint sie primitiv. Im genauen Hinsehen erkennt man aber das handwerkliche Geschick der Gürm-Schmiede. Ziemlich schwer für einen Menschen, doch von den Gürm an hemmungslose Hingabe geschwungen. Das ist eine riesige Axt, oh mein Gott. Und wir haben den Santier-Spiel bekommen. Auch wahrscheinlich die Geschicklichkeit. Ja, ein Speer, der ein steinerner Stab zur nachempfunden ist. Das soll ein Speer sein? Eine alte Legende zufolge wurde beim Speer über die Streitstatue Santier ein großer Speer eingesetzt. Vielleicht war es genau dieser Speer. Solch eine Waffe wie ein Speer zu verwenden, wird jedoch nicht leicht. Ihr könnt sie lediglich schwingen und sie im Feind auf den Kopf schmettern. Das ist uns eher eine Keule als, ein Speer. Ich bleib bei meinem Schwertchen. So, hier vorne werde ich kein Nichts einstecken. Wofür denn, wenn ich da sowieso nicht weiterkomme? Damit das nichts bringt. Überall Tiere mit nichts, ne? Die öffnen sich wahrscheinlich diese Tür, deswegen benutze ich das einfach mal. Ordentlich. Wir kämpfen mit einem Amboss. Das ist wahrhaftig, mich mit dem Amboss zu hauen. Der kennt sich den Amboss. Ein Amboss schwingender großer Zwerg. Oder so. Sieht da nichts drin. Boah, das ist ja echt fies, dass du die Dinger dann so verschwenden kannst, ne? Das finde ich ja nicht so nett. Hier geht's weiter, da geht's ja rauf, ne? Da war ja da oben die Waffe. Aber sonst ist hier echt nichts, ne? Aber hier vorne ging das noch weiter. Und hier. Warum zählt das jetzt nicht auf diese Tür? Weil es dahin zeigt. Aber wir bekommen wenigstens einen zurück, das heißt, den haben wir nicht umsonst eingesetzt. Ah. Hätte doch neugierig. Da ist wieder ein Hammer. Amboss schwingender Zwerg drin. Ja, das war ja irgendwie klar. Jetzt nur auf einen Fall? Ja, natürlich nicht. Die lassen keinen Fall. Aber für ihren Amboss. Ja. Amboss schwingender Superzwerge. Das gefällt mir gar nicht. So, ist hier jetzt noch was? Wie geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Hallo? Das Hunde sind auf jeden Fall sehr komisch aus. Sie sehen aus wie Federläuse oder sowas. Ah, guck mal, hier kann man klettern. Das ist sehr interessant. Das ist eine komische Leiter hier. Muss man auch erstmal wissen, ne, dass das eine Leiter ist. Verzerrte Barrikade, Stolz des Kriegers. Ich habe ja mal den Bogen drin. Ach, das halt hier jetzt. Die soll aber nicht so nett wie ein wandelnder Freund. Der wandelt und dealt. Ein Großkriegshelm. Das ist ja interessant. Jetzt können wir den Helm von denen. Großhelm der Gürm-Nomaden. Hervorragende Balance und sehr guter Schutz, aber von hohem Gewicht. Die meisten Nachbarn der Gürm lehnen jeglichen Kontakt mit ihrer Außenwelt ab. Ihre Verachtung für die ins Exil trieben, sitzt tief. Ja, wer hat euch denn ins Exil getrieben? Ich weiß nicht. Guck mal, ich bin so nett zu euch, ich helfe euch. Und ihr, ich hab euren Bruder, verkauft ihm was. Kauft mit ihm etwas ab. Siehst
so eine der Kerle. Ihr kommt und haut mir eins aus Maul. Wir haben ein Großschild direkt. Hat ein Schild dazu? Oh. Was? Das brauchen wir. Definitiv ein von den Gürmnummern Benutzer Großschild. Es scheint sich um ein Steinmonument zu handeln, da es im Befehl behelfsmäßigen Schild verwandelt wurde. Es ist nützlich recht schwer und auch nicht sonderlich gekonnt gefertigt. Doch diese Trumpfe mögen nur sehr wenige Angriffe zu überwinden. Das ist echt cool. Brauchen wir auf jeden Fall, wenn wir gegen diesen Feuerkerl kämpfen, den Schmelztypen. Da werden wir nochmal ziehen. Was ist aufgegangen? Haben wir jetzt eine Falle ausgelöst? Haben wir denn jetzt echt diese Falle hier ausgelöst? Oh Mann, das ist echt fies, ne? Mann, die ganze Sache hier, da war, weiß nicht, ob die, sollst du die jetzt einsetzen oder lässt es lieber sein, weil wenn du die ganze Zeit die Dinger einfach so verlierst, ich drauf geachtet, ob es wenig war. Hm? Titanitbrocken und versteinerte Drachenknochen, immerhin etwas Schönes. Jetzt haben wir nämlich keine mehr Inventar und haben ein paar umsonst verbraucht. Das finde ich nicht so schön, so nett. So, unten noch ein Weg gewesen. Verdammt, das heißt, hier werden wir sehr oft nochmal wiederkommen, wenn wir neue Pharos-Dinge haben. Um den idealen Weg zu finden, musst du echt ausprobieren, ne? Hier, da ist noch einer. Ich bin, glaube ich, ist gar nicht. Ich sollte ja mal schauen, was die verschiedenen Dinger dafür sind. Ach, jetzt sind wir oberhalb der Arena. Und ganz ehrlich, Leute, das könnt ihr nicht vorher wissen, wo da einer drin ist und wo nicht. Oder wo das Ordentliches drin ist und wo nicht. Oh, hier ist ein Weg. Hier. Jetzt ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer vor der Gnaden. Wunderbar. Ich bin echt entzückt. Jetzt brauchen wir zwei Stärke. Die hätte ich natürlich gerne jetzt. Na, mein Freund. Bleibst du liegen? Sind echt. Da vorne ist noch eine Tür offen. Guck mal, hier kann ich wieder einen einsetzen und da geht da unten das auf. Wahrscheinlich der hier am Boden. Schätze ich einfach mal. Aber das möchte ich doch vorher mal verifizieren. Scheiße, da stehen ja drei Stück rum. Oder zwei Stück besser gesagt. Drei ja nicht ganz. Dann haben wir da hinten noch. Och, das ist ein Doppelachsschwing, der Kerl. Jo. Die Wand ist niedlich, ne? Oh, guck mal, es prallt mich am Schwert ab. Schild ab, das ist sehr nett. Gürm Großschild hängen wir noch eins und Gürm Großachs, alter irdischer Stein. Ich habe noch bis jetzt so die normale Axt gehabt, ne? Die normale Gürmachs, oder? Eine von den Gürmnummern benutzte Großachs. Auf den ersten Blick erscheint sie primitiv. Bei genauerem Hinsehen erkennt man aber das handwerkliche Geschick der Gürmschmiede. Ziemlich schwer für einen Menschen. Doch von den Gürm mit hemmungsloser Hingabe geschwungen. Große Seele eines tapferen Kriegers. Hier ist auch irgendwas im Boden. Ich weiß echt nicht, was ich hier benutzen soll, Leute. Ob sich das lohnt, teilweise hier Sachen zu benutzen, zu verschwenden wahrscheinlich. Oder ob man es lieber direkt sein lässt. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Naja, liebe Freunde, ich gehe nochmal zum Leuchtfeuer. Das war doch nicht hier um die Ecke. Weil hier kamen wir ja her. Wo war denn das Leuchtfeuer? Das war doch auch hier um die Ecke, oder? Wir müssen nochmal vom ersten Leuchtfeuer aus dem Weg nach oben gehen. Da war wahrscheinlich nicht so viel, oder? So, hier wollte ich doch rein.
Denn hier ist doch mal eine Nebelwand. Ich weiß nicht, ob da ein Boss hinter ist oder was auch immer. Ist ja auch egal. Hier haben wir noch Großhammer. Stimmt, den kann ich vorlesen. Dieser schwingbare Amboss. Ein von den Grimmdomanen benutzter Großhammer. Eine aus dem Schmiedeamboss hergestellte Behelfswaffe. So schwer, wie er aussieht. Trotz seiner schlappigen Fertigung fügt er jeder Treffer unter Garantie schweren Schaden hinzu. Liebe Freunde, wir haben einen Boss besiegt. Gemerkt, dass wir einen Unschuldigen umgebracht haben. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.